Die Schlagernews des Tages im Gala-Ticker, Valentinstagsgrüße von Team Helene in den sozialen Medien, Schlager 2022, alle Infos und News zu ihren Schlagerstars im Gala-Ticker, 14. Februar 2022. Happy Valentinstag, Helene Fischers Team schickt Liebespost, Helene Fischer, 37, ist zurück, ihr Song Jetzt oder Nie ist zum ARD-Song der Olympischen Winterspiele in Peking gekürt worden. Die Sängerin hofft, den deutschen Athletinnen und Athleten vor Ort mit ihrem Lied Glück zu bringen. Pünktlich zum Valentinstag legt die Partnerin von Thomas Seitel musikalisch nach, in den sozialen Medien kündigt Team Helene eine neue Songauswahl an. Spürst du es auch, diese Energie? Unsere Herzen schlagen denselben Beat. Happy Valentinstag, die passende Playlist inklusive der Single Jetzt oder Nie. Haben wir natürlich auch für euch, ist im jüngsten Instagram-Beitrag zu lesen. Die Fans sind mächtig aus dem Häuschen, innerhalb von Sekunden wird die Kommentarspalte mit zahlreichen Herzchen geflutet. Schlager-News der vergangenen Woche, sie waren letzte Woche nicht online? Mehr Schlager-News lesen Sie hier.